Und wir sind wieder zurück mit einem weiteren Part von The Legend of Zelda Link to the Past Randomized. Im letzten Part haben wir das letzte Juwel abgeholt und damit hätten wir jetzt auch Zugriff zum dem ominösen Turm, der oberhalb des Todesberges in der Dark World liegt. Aber bevor wir dahin gehen, habe ich jetzt noch eine kleine Vorbereitung gemacht. Ich habe jetzt schon in 3 Flaschen habe ich jetzt schon blaues Elixier aufgefüllt und werde jetzt in der 4. auch noch ein blaues Elixier auffüllen, denn hier bei der Fair können wir uns kostenlos mit blauem Elixier versorgen. Das heißt, wir haben auch keine Geldsorgen mehr. Wir kriegen hier einfach ein blaues Elixier geschenkt. Also wenn wir immer blaue Elixier brauchen würden, dann können wir uns hier wieder Geld holen. Ich werde jetzt die 2 benutzen, nur um meine Magie aufzufüllen. Dann hole ich jetzt nochmal 2 blaue Elixiere. Du wirst einfach nur die leere Flasche im Inventar haben, dann wirft es sie automatisch rein. Der Text wird natürlich auch automatisch geskippt, weil japanisch herum und so eben. Zeigt dann immer auch den schönen Text: Battlefield Money Saved. Also hier kriegt man auf jeden Fall blaue Elixiere geschenkt. Müsst dann halt nur immer wieder rein und raus gehen. Draußen herrscht gerade wieder völliges Chaos. Naja, wir lassen uns nicht davon abschrecken. Ach ja, und nachdem ihr auch Akanim einmal besiegt habt im Hyrule-Turm, ist vor dem Schlossportal ein Portal, das uns zur Dark World führt. Also könnt ihr jederzeit wieder über die Dark World rein. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich jetzt von hier aus eben zum Todesberg einfacher kommen kann, damit ich dann von dort aus in die Dark World begehen kann. Halt wahrscheinlich nicht ohne Damage, weil ich schaff's doch nie ohne Damage durch. Wenn mich spätestens dann ein Fels erwischen wird. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Weg, den wir normalerweise gegangen hätten müssten, um zu Heras Turm zu gehen. Und diesmal halt über die Schattenversion. Na gut, ich glaube, ich muss dann beim Turtle Rock dann nochmal in den Dark World Port rein. Und ich habe jetzt auch beim letzten Dungeon, den wir im letzten Part abgeschlossen haben, nachgeschaut und habe auch kein Item mehr gefunden. Also ist es wieder mal ein itemloser Dungeon gewesen. Und somit ist es jetzt auch offiziell bestätigt, denn die letzten Items, die uns noch fehlen, sind entweder in diesem ominösen Turm oder irgendwo in der Overworld versteckt, mit dem wir noch nicht rankommen können. Und damit ist es jetzt auf jeden Fall auch bestätigt, in der Wüsten-Dungeon, den mussten wir über den Umweg lösen. Weil wir hatten den Zugang, den wir eigentlich brauchten, um normal reinzukommen. Da hatten wir nicht die Gelegenheit, daran zu kommen. Also war es wieder vom Randomized so verlangt, dass man dann eben halt wieder nachdenkt, wie kommt man dann halt noch rein. Und hat teilweise auch hat Glitches nutzt. Na gut, es gibt zum Beispiel hier einen Glitch, wenn man das Portal richtig gut setzt, kann man nämlich die Hälfte des Turtle Rock Dungeons abkürzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auf einem Schwierigkeitsgrad vonnöten sein wird, wenn man nicht in den Dungeon reinkommt. Da wird es mit Sicherheit auch vonnöten sein, dass man dann so reingehen muss. Ja. Je nachdem, ob wir Schwierigkeiten haben im Turm, kann es sein, dass wir den Turm wahrscheinlich auch zwischendurch mal pausieren oder wir werden ihn ganz durchschreiten. Und das sollen Leunen darstellen. Zu flammenspuckenden Viechern. So, und damit ist es jetzt uns auch möglich, hier das Bannsiegel zu brechen. Und
damit uns Zugang zu diesem letzten Dungeon schaffen. Zu Ganons Turm. Aber was hat er damit zu tun? Und das scheint wohl sein Reich zu sein. Tja. Das Rätsel wird mir dann früher oder später dann noch lösen. Auf jeden Fall, der Dungeon ist riesengroß. Das ist fast so ähnlich so groß wie der Hyrule Tower. Nur mit dem Unterschied, dass es halt ein paar Untergeschosse gibt. Und der Turm ist auf jeden Fall nicht einfach. Und da wir auch keine Möglichkeit haben, Feen einzupacken. Okay, hier ist schon mal die Schaufel. Hier ist ein Schlüssel. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Schaufel auf safe. Das heißt, wir könnten jetzt jederzeit auch schon mal zurückgehen, müssen halt dann von der Ocarina zur Schaufel wechseln. Und dann bei den Ortstellen, wo man dann eben die Schaufel benutzen muss, dann halt graben. Und es gibt, glaube ich, nur eine einzige Stelle, und zwar dort, wo ja im Originalspiel die Ocarina versteckt war. Okay, das ist schon mal der falsche Weg. Ich spare jetzt die Schlüssel vorerst noch auf und gehe jetzt mal zuerst mal in diese Richtung. Also als erstes wird es auf jeden Fall von der sein, dass wir zuerst mal unten schauen. Und jetzt haben wir es schon schwierig, denn jetzt können wir fast schon keine... Ja, und genau das meinte ich. Die Bodenplatte hat mich in diese Hand geschubst. Das könnte jetzt halt problematisch werden, vor allem wenn da noch eben dieses blöde Fluchsiegel noch auf uns wartet. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Hand weghauen oder mich in eine Ecke verstecken. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht machen. Okay, wie ich den jetzt gekriegt habe. Okay. Gut! Ist eine weitere Truhe mit 10 Bomben. Also wir werden hier auf jeden Fall die Elixiere rausschmeißen müssen. Gut, wenigstens sind die Terror Corruption One-Hit. Okay, das wird auch lustig, hier die gesamten Teile wieder mit Feuer zu versorgen. Mann! Nee, Güte! Ausgerechnet muss er genau in dieser Hand genau dort unten landen. Ja gut, die Truhe bleibt wenigstens gespeichert, also das ist ja nicht das Hauptproblem. Man merkt, das ist der Turm des Terrors. Gut, damit die Truhe hier haben, können wir jetzt einfach durch. Hat sonst sowieso nichts. Thank you.
Ach so, ich glaube, wir hätten das von andersrum machen müssen, von oben nach unten. Jetzt sehe ich gerade einen Fehler. Das hätte ich von oben nach unten machen müssen. Jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet. Herzlichen Glückwunsch! Okay. Donnermedaillon. Wenn ihr zwei nicht freiwillig sterben wollt. Das nur, weil ich dann die Tür öffnen kann. Das könnte auf jeden Fall schwierig werden. Ja gut, wir können uns jederzeit mit blauen Elixier eindecken, aber ich denke, ich werde die auch eher sparsam einsetzen. Das heißt, ich werde dann schon eher lieber riskieren, dass ich Schaden nehme, anstatt... Weißt du was, ich mache jetzt hier den Selbstmord. Das ist mir schon lieber. Halt, wenn es dann halt gerade nicht anders geht, dann werde ich dann halt schon auf die Methode zurückgreifen müssen. So, dann wieder hier durch. Okay, das können wir sogar so machen. Dann habe ich eine Idee, was lösen kann. Halt mit Schaden, aber... Ah, das wird einfach zu knapp! Gut, ich lasse mich jetzt von diesem Terrorgrabscher wieder gefangen nehmen, weil ich glaube, dann wird dann sowieso der Magiekrug zurückgesetzt. Aber die Idee war schon mal nicht schlecht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall zuerst die Gegner auswipen und danach den Weg gehen. Weil anders geht's nicht. Mindestens wüsste ich nicht wie. Wenn man dann die Zeit schon sehr knapp bemessen hat. So, das wäre erledigt. Gehst du mal zur Seite. Und rein. Okay, da jetzt eine Bombe getimt zu werfen, das wird auch nicht einfach. Wir müssen sie aufs Band legen.
bei dem die Explosion eben noch den Schalter trifft. Und dann selber nochmal. Das wäre zum Beispiel jetzt eine Situation, in der ich auf jeden Fall ein blaues Elixier verwenden würde. Weil an diesen Raum ranzukommen ist nicht einfach. Also ihr habt mir auf jeden Fall schon mal 4 Truhen. Okay, jetzt haben wir das magische Pulver. Damit können wir im Overworld auch wieder etwas holen. Und jetzt haben wir die effektivste Waffe gegen diese Verhex-Dingens. Denn das magische Pulver ist nämlich die einzige Möglichkeit, diese Verhex... Ich oder diese... Ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißen. Etwas diese roten, die mit flammenden Kreiseln. Das ist einfach die einzige Möglichkeit, wie man sie auswipen kann. Okay, und da haben wir jetzt noch Bomben. Das Erdmedaillon. Und hier ist das Buch Budora. Und ich glaube, wir haben jetzt sogar alles. Ich glaube, es könnte sogar alles sein. Ich glaube, das Einzige, was uns noch fehlt, sind noch ein paar weitere Items. Aber da müsste ich jetzt halt herausfinden, wo finde ich einen Schlüssel. Aber ich glaube, von der Hauptwelt-Items müsste ich jetzt alle haben. Will ich mich nicht täuschen. Auf jeden Fall, das Buch Mutora wäre nämlich nützlich gewesen, denn damit können wir nämlich die hylianischen Texte übersetzen. Und das ist eben auch der offizielle Weg, wie man eben hätte in den Hauptdungeon reinkommen sollten. Uns eben dann zu Wüstenpass gebracht haben. Und damit können wir auch jetzt auch die zwei Stellen absuchen, wo wir ursprünglich eigentlich die Medaillons bekommen hätten. Und das Endmedaillon ist einfach nur zur Deko da. Das heißt, wir könnten jetzt auch jederzeit auch raus in die Landschaft und dort zuerst mal alles holen, was wir dann haben, bevor wir dann den Turm auch hauptsächlich beenden. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal so, dass ich zuerst einmal das gesamte Untergeschoss mal zuerst erledigen werde. Zumindest ist das mal mein Plan, dass ich mal die Untergeschosse mal durchgehe. Und danach, bevor wir dann ganz nach oben kämpfen, denn der Boss erwartet uns dort oben im 7. Stock. Also im Englischen 7. Weil es gibt im Englischen kein Erdgeschoss. Also im Deutschen wäre es das im 6. Stockwerk. Wenn wir dann nochmal in die Overworld rausgehen und dort alles holen, was wir haben. Ich glaube, das ist sogar ein guter Deal, weil... Ich bin jetzt nicht 100%... Ich glaube, wir haben wirklich alles, was wir benötigen. Weil ich, mir kommt jetzt nicht in den Sinn, was mir noch fehlen könnte. Aber das würde ich dann auch so lassen, dass ich das in einem Zusammenschnitt machen werde. Dass ich dann einfach immer zu der Orte reise, dann nehme ich es dann auf, mache dann, kommentiere das doch zugleich und dann reise ich zum nächsten Ort und mache dann dasselbe Prozedere noch einmal. Weil das würde mich am besten Sinn machen, als wenn ich euch durch das gesamte Hyrule nochmal mitnehmen müsste. Weil das wäre auf jeden Fall... Das wäre doch ein fairer Deal, oder? Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, das wäre auf jeden Fall ein fairer Deal. So, und den Schlüssel brauchen wir, um gerade hier wieder rauszukommen. Okay, das wird nicht einfach. Vor allem da ich auch den Umhang nicht mehr habe. Und natürlich geht der Boden hier zu Bruch. Natürlich. Wieso soll es da nicht sein?
Also noch einmal. Okay, ich verwende jetzt schon mal das erste blaue Elixier. Und dann benutze ich den Tarnumhang, um da durchzugehen. Erstmal bis zur Mitte und dann benutzen. So, das wäre erledigt. Okay, da komme ich schon mal nicht ran. Ich meine, das sollte man glauben. Wir müssen nur die Statue zur Seite schieben und dann ist hier oben ein Weg offen, der uns wieder zu einem weiteren Teleporter führt. So, das Bounce-Gegner-Dingens noch eliminieren, die Rubine absacken und dann rein hier. Und wir brauchen wieder Feuer. Gut. Also heißt das zweite blaue Elixier, muss dran glauben. Und damit können wir nämlich den Weg freilegen. Damit wir dann hier unten weiterkommen. Ach, warte mal, das Donnermedaillon hat, glaube ich, sogar einen Nutzen. Oh, das ist das Luftmedaillon. Weil ich glaube, irgendeines der Medaillon kann uns die Boden zeigen für kurze Zeit. Und Gegner einfrieren. Kann das damit die Boden sichtbar machen? Ja, das kann die Boden sichtbar machen. Für eine gewisse Zeit. Gut, die Gegner sind jetzt sowieso eingefroren. Die sollten jetzt uns keinen Schaden machen können. Dann kommen wir dann hier hoch. An diesen Ort. Das ist ein verpackter Gegner. Und jetzt haben wir hier die Karte. Aber jetzt kann ich mal kurz das magische Pulver demonstrieren. Komm her. Ach, so eine Magie funktioniert das nicht. Schlau, Spiel. Und sonst ist hier nichts mehr. Also heißt das nächste blaue Elixier. Aber nur damit ich wegkomme. Ich glaube, das war nur der Hauptraum. Also wir haben da noch sehr viele Räume vor uns hier. Mal schauen, was hier oben ist. Okay, hier ist die große Truhe, aber wir haben den großen Schlüssel noch nicht. Das heißt, das werden wir mal vorerst mal weglassen. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, das wird witzig. Ich glaube, hier kommt man nicht weiter. Das ist einfach nur eine Warp-Station. Ja. Hier kommt man schon mal nicht mehr weiter. Also da ist der Ball schon mal vorerst Schluss. Außer ich schaffe es irgendwie da rüber zu kommen.
ohne den Teleporter zu betätigen, aber ich glaube, man muss von der anderen Seite kommen, also über einen Porter. Also sind wir hier vorerst einmal noch nicht richtig. Ich gehe jetzt noch mal den einen Weg entlang. Aua. Und hier oben ist einfach ein Herzteil. Es wäre nur schön, wenn einer dieser Gegner noch den Schlüssel droppen könnten. Dann hätte ich eine Abkürzung. Sonst muss ich immer oben durch. Dann schauen wir mal den einen Raum noch an, den wir noch nicht durchsucht haben. Und dann schauen wir dann die andere Seite noch an. Ich schaue jetzt mal, wie viele Elixier ich noch habe. Eins. Das könnte schwierig werden. Also es könnte sein, dass ich wahrscheinlich schon vorab schon mal rausgehe, mir neue Elixier zu holen. Dann hole ich das schon vorher ab. Items, also denke ich mal, im nächsten Part würde ich es dann safe tun. Dann hole ich mir neue blaue Elixiere. Und hier drüben... Okay, wie kommen wir daran? Das wird sich als schwierig erweisen, wenn nicht jedes von denen sich bewegt. Wahrscheinlich gar keines mehr. Okay, das hätte sich bewegt. Dann gehen wir nochmal rein und... Raus! Oh, Scheiße. Okay, die bewegen sich absolut gar nicht mehr. Ich glaube, da muss ich den Dungeon eher resetten. Das heißt also... Terra Grapscher, hol mich ab. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Ich will noch wissen, ob in einer von diesen zwei toten Köpfen noch ein Schlüssel versteckt ist, damit ich nicht immer wieder über die Treppe rumgehen muss. Aber wahrscheinlich will es das Spiel so. Da kommt man schon mal an den hier ran. Dem ein Magiepot auf uns lauert. Und ein Herz. Okay, dann ist hier nichts mehr. Dann glaube ich nicht mehr, dass wir noch hier irgendwas finden werden. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal da mal kurz einen Schlussstrich. Denn das war's jetzt mal für das erste. Im nächsten Part werdet ihr jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt anstellen, der mir jetzt dann eben ein paar Gegenstände abholen, damit, so viel ich weiß, jetzt auch alles haben, was wir auch brauchen, um in der Overworld auch alles zu erledigen. Je nachdem, was wir noch alles zusammenkratzen können.
Und danach sehen wir uns dann auch wieder hier im Ganondorf wieder. Mit frisch gefüllten blauen Elixieren. Wahrscheinlich muss ich halt zwischendurch immer wieder raus, um neue blaue Elixiere zu holen. Denn ich möchte zuerst mal die Untergeschosse durch, weil dort die ganzen Items sind, die uns noch brauchen. Also die wir brauchen, sagen wir es mal so. Weißt du, sogar noch die Herzteile und Herzcontainer. Weil wir haben noch ein bisschen wenig Herzen. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao!